Die Meilensteine der Entwicklung. Wir befinden uns im Säuglings- und Kleinkindalter. Sigmund Freud war der Meinung, dass die Ursachen für psychische Gesundheit und Fehlanpassungen in der frühen Kindheit zu suchen seien, insbesondere in der Art und Qualität der Beziehungen des Kindes zu seinen Eltern. Obwohl Freuds Fixierung auf die Kanalisierung der Triebe und seine Vernachlässigung der wichtigen Erfahrungen nach der Säuglingszeit und der frühen Kindheit vielfach diskutiert wurden, behalten doch die grundsätzlichen Aspekte seiner Theorie Geltung und finden sich in erweiterter Form in vielen späteren Theorien wieder. Eine der einflussreichsten davon ist die psychosoziale Entwicklungstheorie von Erik Erikson. Erikson übernahm Freuds Betonung der Wichtigkeit der Beziehung zwischen Säugling und Mutter während des Fütterns, doch er erweitert, bereichert und ergänzte die Erkenntnisse Freuds. Erikson war der Meinung, dass es für eine gesunde Entwicklung in der frühen Kindheit nicht so sehr auf die Quantität von Nahrung und oraler Stimulation des Kindes ankommt, sondern vielmehr auf die Qualität der Zuwendung, dass die Mutter sich unverzüglich und einfühlend darum kümmert, wenn ihr Kind sich unwohl fühlt, es sanft hält und geduldig wartet, bis es genug Milch getrunken hat oder das Interesse an Brust und Flasche nachlässt. Erikson erkannte, dass eine Mutter nicht immer permanent auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen kann. Viele Faktoren wirken sich auf die Fürsorge der Eltern gegenüber dem Kind aus. Ihre eigene Zufriedenheit, ihre aktuellen Lebensumstände, ob es zum Beispiel weitere kleine Kinder in der Familie gibt und auch der vom jeweiligen Kulturkreis geprägte Erziehungsstil. Wenn jedoch der Umgang mit dem Kind grundsätzlich einfühlsam und liebevoll ist, so wird der psychische Konflikt des ersten Lebensjahres Urvertrauen versus Misstrauen positiv gelöst Ein werden. Kind, das vertrauen kann, erwartet, dass seine Umwelt ihm gegenüber positiv gestimmt ist und seine Bedürfnisse befriedigt. Infolgedessen wird es sich trauen, auf diese Umwelt zuzugehen und sie zu erkunden. Das misstrauische Baby jedoch kann sich auf die Freundlichkeit und Zuwendung der Menschen in seiner Umgebung nicht verlassen und wird daher versuchen, sich zu schützen, indem es sich von Menschen und Dingen Mit dem zurückzieht. Übergang ins Kleinkindalter, so Freuds Auffassung, sei der Stil der elterlichen Erziehung zur Reinlichkeit entscheidend für die psychische Gesundheit eines Kindes. Doch aus Eriksens Sicht war die Reinlichkeitserziehung nur eine von zahlreichen Einflussnahmen, die ein Kind erfährt, das gerade laufen und sprechen lernt. Die so oft zu hörende Antwort wie Nein oder alleine machen, zeigen deutlich, dass eine Phase erreicht ist, in der das Selbst des Kindes sich zu entwickeln beginnt. Kleinkinder wollen selbst entscheiden, nicht nur was ihre Ausscheidungen belangt, sondern auch in anderen Situationen. Der Konflikt des Kleinkindalters, Autonomie versus Scham und Zweifel, wird positiv aufgelöst, wenn Eltern ihrem kleinen Kind sowohl angemessene Grenzen setzen, als auch genügend Möglichkeiten der eigenen Entscheidung Ein einräumen. selbstbewusstes und sicheres zweijähriges Kind hat Eltern, die es nicht kritisieren oder herabsetzen, wenn es beim Erlernen neuer Fertigkeiten versagt, bei der Benutzung der Toilette, dem Essen mit einem Löffel oder dem Wegräumen von Spielsachen. Und sie werden seinem Bemühen um Unabhängigkeit mit Toleranz und Verständnis begegnen, zum Beispiel indem sie ihm zusätzlich 5 Minuten Zeit geben, um sein Spiel zu beenden, bevor sie zum Einkaufen gehen. Wenn Eltern dagegen zu sehr oder zu wenig kontrollierend sind, führt dies beim Kind dazu, dass es sich beschämt fühlt oder an seiner Fähigkeit zweifeln muss, seine Impulse kontrollieren und selbstständig kompetent handeln zu können. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Urvertrauen und Autonomie in einer warmherzigen, einfühlsamen Beziehung der Eltern zum Kind und durch realistische Erwartungen hinsichtlich der Impulskontrolle im zweiten Lebensjahr entstehen. Wenn das Kind aus den ersten Jahren ohne das nötige Vertrauen in seine Bezugsperson und ohne ein gesundes Gefühl bezüglich seiner eigenen Individualität hervorgeht, können dies Gründe für spätere Anpassungsprobleme sein. Erwachsene mit Bindungsängsten, die von anderen Menschen übermäßig abhängig sind oder die ihre eigenen Fähigkeiten, neue Herausforderungen zu begegnen, ständig in Frage stellen, haben die Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit, nämlich Vertrauen und Autonomie aufzubauen, nicht vollständig gemeistert.